Ja sagen zum Leben. Wer eine Person ohne Vorwarnung verliert, erlebt von einer Sekunde auf die andere, wie sich das Leben dramatisch verändert. Nichts ist mehr so, wie es mal war. Und speziell in einem Fall von Suizid spüren die Angehörigen, dass die Welt nie wieder dieselbe sein wird. Nach dem Suizid von meinem Partner habe ich das auch erlebt. Ich wusste sofort, dass dies die gewaltigste Zäsur aller Zeiten ist. Vielleicht sogar eine todbringende. So hat sich sofort angefühlt. Geplagt von Suizidalität aufgrund meiner Selbstvorwürfe, extremen Panikattacken, Depressionen, die an Schwärze und Mächtigkeit kaum noch zu überbieten waren, konnte ich für fast 6 Monate die Wohnung kaum verlassen. Es war so schlimm, dass Freunde für mich sogar einkaufen gegangen sind. Der Schmerz und die Trauer war immens. Aber das Schrecklichste aller Gefühle war, dass ich keinen Sinn mehr fühlte, um weitermachen zu können. Es gab nichts mehr, wofür es sich lohnte, leben zu wollen. Meine Freunde, mein Job, meine Familie, nichts spielte mehr eine Rolle. Aber auch gar nichts. Das Leben hat in der Sekunde, in der ich die Todesnachricht erhalten habe, jeden Sinn verloren. Ein Blick in die Zukunft offenbarte nichts weiter als unendliche Schwärze und Traurigkeit. Irgendwann einfach wieder weiterzumachen, wie bisher, war undenkbar. Dann kam der Tag, als frühmorgens unter der Dusche Trees of Memory als Full Package geliefert wurde. Full Package, wie ich es nenne, weil alles mit dabei war. Plötzlich war diese komische Idee in meinem Kopf. Und zunächst dachte ich echt, hey, du hast nicht alle Latten am Zaun. Doch Stunden später war mir klar, Mario, entweder du machst es oder du bist spätestens in 4 Wochen tot. Ich hatte überhaupt keine Alternative. Und das empfinde ich tatsächlich auch heute noch so. 2 Monate später, als ich mit Trees of Memory an die Öffentlichkeit durfte und das Projekt in Frankfurt, dem Frankfurter Netzwerk für Suizidprävention präsentierte, lachte niemand mich aus. Im Gegenteil. Später fragte mich dann jemand: Du kennst doch bestimmt das Buch von Viktor Frankl. Trotzdem Ja sagen zum Leben. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Ja, nö, kannte ich nicht. Viktor Emil Frankl war ein österreichischer Psychiater. Er begründete die Existenzanalyse und er hat als Jude den Holocaust in den Konzentrationslagern Dachau und Auschwitz überlebt. Und in diesem Buch beschreibt er, wie sich die menschliche Seele und Psyche wandelt, wenn man unter solchen Bedingungen Jahre verbringen muss. Das Einzige, was diese Menschen durch die Zeit getragen hat, war nichts weiter als die Hoffnung. Die Hoffnung darauf, alles irgendwie zu überleben, befreit zu werden, die Familie wieder zurückzuhaben, wieder zurück ins Leben zu können. Dann wurden sie befreit und sie stellten fest, dass alle Familienmitglieder ermordet wurden. Sie kamen in die Städte, die dem Erdboden gleichgemacht waren und hatten keinerlei Wohnung oder Besitz mehr. Sie waren umgeben von Nazis und Verrätern und kein Land der Welt wollte sie aufnehmen. Damit starb dann auch noch das, was sie am Leben erhalten hatte, die Hoffnung. Viele dieser Menschen haben die Jahre danach nicht überlebt. Doch anderen gelang, was man sich fast gar nicht vorstellen konnte. Sie konnten leben, sie konnten Familien gründen, sie konnten wieder lachen und sind alt geworden. Trotz allem konnten sie dem Leben einen neuen Sinn geben. Sinnzentrierung nennt das Viktor Frankl. Ohne dieses Buch zu kennen, habe ich genau das gemacht, meinem Leben einen neuen Sinn gegeben. Mein Unterbewusstsein hat es gemacht. Ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass es richtig sein wird, wenn ich Trees of Memory umsetze. Mein Herz, meine Gefühle, alles in mir sagt mit einer echt überraschenden Leichtigkeit: Mach's! Lediglich mein Verstand drehte durch und schrie wochenlang, dass ich vollkommen verrückt geworden sei. Ich habe auch immer wieder Panikattacken bekommen und dann schaltete sich etwas in mir ein und sagte: Vertrau drauf, folge deinem Herzen, mach's einfach und du wirst schon sehen. Und das habe ich dann gemacht und plötzlich änderte sich alles in meinem Leben. Aber sowas von radikal. Es ist sogar so weit gekommen, dass ich die Medikamente zur Depressionsbehandlung, die ich 4 Jahre lang genommen habe, 7 Monate nach dem Tod meines Partners ausschleichen lassen konnte. Und ja, und seit März 2018 laufe ich tatsächlich durch Deutschland als erste Etappe auf meinem Weg um die Welt. Und mittlerweile habe ich schon einige Bäume der Erinnerung gepflanzt. Es gab Menschen,
Die waren so fasziniert von der Idee, dass sie sogar einen Verein gegründet haben, der nach nur einem Jahr seine Mitgliederzahl verdoppelt hat und zwischenzeitlich aktive Unterstützung für Hinterbliebene anbietet. Ich laufe Tag für Tag durch die Welt und ich stehe da so oft mit Tränen in den Augen, weil ich einfach nur dankbar bin, dass ich das machen darf und dass ich all diese Menschen treffen darf und das ist am wichtigsten, dass ich noch lebe, beziehungsweise auch wieder lebe. Ich habe jeden Tag das Gefühl, dass alles um mich herum fast wie von Geisterhand sich genauso gestaltet, wie ich es im jeweiligen Moment benötige oder wie es letztendlich auch gut für mich ist. Man erkennt das nicht immer sofort, was gut für einen ist. Ich habe dafür alles aufgegeben. Ich habe alles verschenkt oder verkauft, was ich hatte, und meine Mietwohnung aufgelöst. Mein gesamter Besitz passt in 5 Umzugskartons. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass mit dem Loslassen von allem, ja, dass es wie eine Art Zahlung ist. Ich gehe in Vorleistung und dafür werde ich was ganz, ganz Tolles bekommen. Und ich habe was ganz Tolles bekommen mit Trees of Memory. Dem Leben einen neuen Sinn zu geben, hat mir das Leben gerettet. Das war schwierig, das war nicht leicht. Und in meinem Fall war es sogar so radikal und endgültig, ja, wie letztendlich auch der Suizid meines Partners. Aber was ich jetzt mache, erfüllt mich mehr als jedes Gehalt der Welt und es passt perfekt zu mir, obwohl oder vielleicht auch wegen seiner extremen Ausrichtung. Ich war ja immer schon ein bisschen der Abenteurer. Man muss nicht alles aufgeben, aber man muss nicht die Welt retten wollen. Vielleicht reicht auch die Hundezucht, von der man seit Jahren träumt. Stricken für Obdachlose ist genauso hilfreich wie Müllsammeln am Strand. Vielleicht gibt einem auch die Gründung einer eigenen Familie, eines Vereins, eines Unternehmens oder einer Stiftung einen Sinn. Auch die Mitarbeit in einem Verein kann sinnstiftend sein. Wir im Verein suchen übrigens Menschen, die anderen Hinterbliebenen beistehen wollen. Alles ist möglich, wenn es zu einem passt. Es gilt, den Sinn zu finden, der einen alles vergessen lässt, der einen mit Leichtigkeit erfüllt und der das Leben neu ausrichtet und zentriert. Du musst das fühlen und das mit einer Mächtigkeit, die keine Zweifel aufkommen lässt. Du musst die Kraft spüren, die es möglich macht, all das zu tun, was notwendig ist, um deine neue Aufgabe mit Haut und Haar leben zu können. Ganz gleich, ob das was Großes oder was Kleines, was Extremes oder was ganz Normales ist. Ich habe durch diesen Prozess auch gelernt, dass es lediglich darauf ankommt, welche Antwort man auf die finsteren Aufgaben findet, die einem das Leben so erbarmungslos präsentiert. Das hat mir das Leben gerettet und lässt mich heute wieder lachen, ja, lachen und leben. Ich glaube, dass es gar nicht so schwer ist, einen Sinn zu finden, wenn man sich fragt, wofür das eigene Herz brennt und wie man das vielleicht auch mit anderen Dingen kombinieren kann. Ich glaube aber nicht, dass man am Schreibtisch sitzen kann und, ja, wie finde ich jetzt meinen Sinn? Ich brauche einen Sinn. Und ihn erfindet, wie man das mit einer Marketingstrategie machen würde. Ich glaube, dass man sein Herz öffnen muss und irgendwie hineinfühlen sollte. Kontakt aufnehmen mit dem Selbst, der Seele oder wie man das auch immer nennen mag. Ich weiß wohl, das klingt jetzt furchtbar abstrakt und abgehoben, aber das ist es gar nicht. Man braucht nur ein wenig Mut, das zuzulassen. Wenn dir das gelingt, dann wird sich dir eines Tages etwas präsentieren. Mir hat übrigens Meditation dabei geholfen, die Stille in mir zu finden. Es kann sein, dass aber erstmal was ganz Unangenehmes kommt. Kündige den Job, such dir was anderes oder trenn dich von deinem Partner. Da darfst du ruhig erschrocken sein, aber denk mal darüber nach, warum das aufkommt und warum es der Grund für dein Unglück sein könnte. Vielleicht ist das auch der erste Schritt zurück in ein erfülltes Leben. Ich glaube, das ist auch ein Schritt in Sachen Depressionen. Ja sagen zum Leben bedeutet aber auch, den Verlust zu akzeptieren und anzunehmen. Der Tod ist nicht verhandelbar und du kannst dich für den Rest deines Lebens quälen und dich fragen, warum ich jenes oder dieses nicht getan habe. Du kannst dir aber auch zugestehen, dass du zu jeder Zeit mit bestem Wissen und Gewissen gehandelt hast und nur das Beste wolltest. Dass das Beste nicht gereicht hat, liegt nicht in deiner Verantwortung. Und ein wichtiger Aspekt, um loszulassen und neu anfangen zu können, ist es auch, den Verlust und den Schmerz zu akzeptieren und vielleicht in treibende Energie zu verwandeln, die du brauchst,
um den neuen Sinn leben zu können. Zumindest ist das bei mir der Fall. Wenn es mir hilft, wenn es bei mir geklappt hat, dann klappt es auch bei anderen. Aber wie immer im Leben eben auch nicht bei jedem. Vor allem, wenn du nicht bereit bist, loszulassen und wenn du nicht bereit bist, ja, neu anfangen zu wollen. Ganz wichtig, mach dir keine Sorgen darüber, was andere denken. Ich nerve auch viele mit dem, was ich tue, doch keiner von ihnen ist jemals in meinen Schuhen gelaufen. Kümmere dich nicht um sie, es geht um dich ganz allein. Denn du liegst abends in deinem Bett und du wirst fühlen, wie es dir geht und du wirst sehen, wie viel positiv Feedback du von anderen bekommen wirst. Oder in der Umkehrung, du liegst ja bisher im Bett und bist nur am Heulen. Die Genervten leben ihr sorgloses Leben, das ihnen ja echt gegönnt ist. Es ist aber nicht dein Leben. Loslassen bedeutet auch, sich von Menschen zu trennen, die dein Leben bestimmen oder verändern wollen oder aus depperten, oberflächlichen, egoistischen Gründen genervt sind. Es sind Menschen, die mit ihrer egozentrischen Negativität dein Leben nicht bereichern, nicht unterstützen, sondern lediglich schaden. Niemand von uns muss sich dies zum Problem machen lassen. Es geht um dich, dein Leben, deine Gesundheit, deine Zukunft und dein Glück. Und wenn ich für andere negativ bin mit Suizidthemen, dann sollen sie gehen. Die Hoffnung und der Schlüssel zum Glück liegen ausschließlich in dir selbst begraben und es gilt, beides zu finden und damit deinem Leben einen neuen Sinn zu geben. Und beides wird dir dabei helfen. Das Leben wird nie wieder so sein, wie es einmal war. Leider versprochen. Es wird ganz anders sein, versprochen. Aber es wird auch wieder gut, mit Freude und mit Lachen. Und auch das verspreche ich dir. Schmerzliche Erinnerungen dürfen ein Teil davon sein. Und wenn du deine Beziehung zu dem Verstorbenen weiterhin im Herzen pflegst und lebst, wird er immer Teil von dir sein, ohne dass du weiter trauern musst. Das verspreche ich dir ebenfalls. Sag einfach Ja zum Leben.